Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy VII Remake. Zurück in der Forschungseinrichtung, genannt Die Walze. Es ist das zweite Mal, dass ich jetzt anfange, diese Session anzumoderieren. Ich hoffe, es wird auch das letzte Mal sein, denn mein Rechner hatte gerade einfach mal die glorreiche Idee. Ich erkenne mal die Grafikkarte so mittendrin nicht mehr. Glücklicherweise habe ich noch nicht allzu lange gespielt, insofern verkraftbar, aber ich musste jetzt gerade erstmal eine Stunde lang rumdoktoren, bis das Ganze wieder funktioniert, das Ende vom Lied. Im Endeffekt habe ich nichts gemacht, irgendwann hat er sie automatisch einfach wieder erkannt. Ist ein bisschen nervig, zumal wenn man nicht weiß, woran es genau liegt. Aber das soll euch nicht kümmern. Wir machen einfach ungehindert weiter. Darf ich hier vielleicht mal durch? Danke. So, ja, nochmal ganz kurz zur Einleitung. Wir sind in zwei Gruppen momentan getrennt, weil wir mal wieder runtergestürzt sind, wie so oft in diesem Spiel. Sodass wir jetzt gerade mit Team 1, Cloud, Barrett und unseren in der letzten Session neu gefundenen Freund Red the 13th unterwegs sind. Während die anderen beiden Damen, Tifa und Eris, für sich so ein bisschen rumstromern. Dieser Geruch. Hojos Versuchsobjekte. Können wir die jetzt mittlerweile schon erriechen, alles klar. Ja, aber das nur ganz kurz zur Einleitung. Ich hoffe, es funktioniert diesmal alles. Das wäre zumindest sehr wünschenswert. So. Da sehe ich doch eine wunderschöne Kiste. Aber ich denke mal, da werden wir ja auf der anderen Seite dran müssen. So. Aha. Okay, da sehe ich nichts. Auch nicht. Dann sind das nur die beiden. Mitarbeiter, bitte entfernen. Experiment beginnt. Die Mitarbeiter sind aber noch da. So. Jetzt nur mal so just for fun. Hatte ich eigentlich das hier schon gemacht? Eine Chimäre, die durch Kombination verschiedener Lebewesen in der Abteilung für chemische Forschung geschaffen wurde. Sie verfügt über eine starke physische und hohe Intelligenz und weigert sich, Befehle von Menschen zu befolgen. Aus Sicherheitsgründen werden diese Wesen isoliert gehalten. Ich verstehe gar nicht, warum. Au. So, dann würde ich sagen, nehmen wir den hier. Erzittere. Giftdusche. So, Barrett, du darfst gerne mal den hier raushauen gerade. So. Das läuft doch ziemlich gut. Ich hoffe doch sehr, dass ihr euch gut amüsiert. Drecksack, ich knall dich ab. Oh, der ist er da oben. Hab ich gesehen. Vorsicht! Du könntest das kugelsichere Glas zerkratzen. Die Begegnung mit ihnen scheint ihn nicht merklich beeinflusst zu haben. Hey, wo willst du hin? Ganz offensichtlich das weg. Sehen wir vermutlich gleich. Ja, wir laufen erstmal weiter. Hier offensichtlich nicht. Ah, da geht's. Und ich glaube, wir kommen jetzt zu dem Bereich, wo die Kiste vorhin gewesen ist. Ja. Jetzt versteckt hier. Ein Äther. Ein Mystiker-Armreif. Okay. Da gucke ich doch mal eben. Mystiker-Armreif. Ja. Ein mystischer Armreif ohne Löcher für Materie, der auf magische Abwehr speziell ist. 124 magische Verteidigung. Alter. Okay, das ist krass, aber dafür ohne Materia-Slots. Also. Ja. Ist, glaube ich, eher so semi-gut für uns. Ich brauche ja eher immer die Sachen mit möglichst viel Materia-Slots. Eine MP-Heilung gibt es. Ah, guck mal an, da haben wir wieder so einen Bauchtänzer. Und da oben ist der Hojo auch wieder. Experiment beginnt. Mitarbeiter, bitte entfernen. Experiment beginnt. Keine Zurückhaltung. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Check, was du kannst. Nicht übertreiben. Ja.
Okay, da muss der Barrett wieder ran. Beziehungsweise die Kleinen kann ich mir vornehmen. Au, au! Noch weg! So. Die andere schon weg. Verdammt! So wird das nichts. Ich will auch das hier aktivieren. So, auf geht's! Keine Chance. Oh. Verdammt! Ja, das ist nicht so gut. Ja, das kriegen wir auch schon hin. Hier, Phönixfeder, let's go. Ah, es kommt wieder damit. Ah, sehr nice. Komm, ja, noch mal weg. Kann ich sonst nicht angreifen? Nichts überstürzt. Jetzt kann ich dir das sagen. Auf die Fall. Dann machen wir einfach mal so. Achso, wir müssen ja unten jetzt gucken. Den hier. So, der Cloud kann man eben das Gebet einsetzen. Okay, das war nicht so gut. Das reicht aber. So. Wir sind ein gutes Team, Barrett. Du bringst mich in Verlegenheit. Na, was hast du jetzt? Wie fühlt es sich an, wenn einem die Lieblingsspielzeuge zerstört werden? Immer wieder ein erquickendes Vergnügen, dessen ich wohl niemals überdrüssig werde. Nun, so weit, so gut. Dann zum nächsten Test. Und da geht er wieder. Kann ich nicht irgendwie einfach da hoch und denen ein paar mitgeben? Das wird die Sache etwas beschleunigen und vereinfachen. Ja, nichts. Wieder eine Kiste irgendwo. Oh, ein paar Kisten, ja, aber andere, als ich jetzt gerade meinte. Vergiss was? Okay, hier war nur ein roter Flusen, der noch hier rumgeflogen ist. Oh, dankeschön. Den kriegen wir jetzt. Ey! Entschuldige die Störung, Arschloch! Aber du hast bei mir noch was gut. Kapierst du es nicht? Beginn des Tests. Wartungspersonal, bitte entfernen. Beginn des Tests. Wow. Was? So, dann sei mal schön nett zu meinem Spielzeug. Das ist nicht so gut. Was wird das jetzt schon wieder? Naja, erstmal. Ist das jetzt ein bisschen Hau den Lukas? Beziehungsweise, wie heißt dieses Spiel nochmal, wo die Maulwürfe immer aus dem Boden rausgucken? Sehr gut. Ich guck mal eben den hier. Dimensionshammer. Ein autonomes Abwehrsystem aus der Abteilung für Waffenentwicklung.
So Abwechslung mal. Dank fortschrittlich Satan-Technologie kann es Dimensionsverzerrungen auslösen, verschwinden und an einer anderen Stelle wieder auftauchen, um einen Gegner zu überraschen und ihn mit präzisen Hammerschlag außer Gefecht zu setzen. Fügen wir bestimmt die Schadensmenge zu, um es Amok laufen zu lassen, wobei es schockanfällig wird. Ah, kann ich nicht drauf? Jetzt aber. Bring es hinter uns. Ich bin bereit. Au. Barrett, helf mir mal gerade. Wir müssen den hier mal eben außer Gefecht setzen. Okay. Neuer Versuch. Okay, weißt du was? Ich mach mal eben den hier wieder. Zu nachlässig. Ich könnte mich ja nicht mal treffen, frage ich mich. Nicht gut. Was? Wir sind ganz schön flink. Ich nicht. So, jetzt aber. So. Nummer zwei auch weg. Das ist gerade nicht so gut. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie er das gerade geschafft hat, aber... So, ich mach die mal hinweg. Ach, geht gerade nicht. Jetzt aber. Jetzt gebe ich alles. Oh. Oder auch nicht. Kommt nicht wieder vor. Darf jetzt nicht schlapp machen. So, dann muss ich mal eben kurz anderweitig helfen. Auf ein neues. So, der ist auch weg. Das war's dann. So. Los, zu Red. Machen wir. Ich hoffe, ich kann mich gleich einmal heilen. Die waren, überraschend. Überraschend. Vergiss nicht. Was war das? Wo ist er? Tut mir leid. Er ist entkommen. Wir müssen hier raus. Zumindest haben wir es jetzt geschafft, zu ihm hochzukommen. Das ist ja schon mal viel wert. Ah, guck mal, wir können auch wieder backtracken. Ah, hier. War natürlich eine wunderschöne Aussicht dabei. Aha. Ein paar Kisten hat er hier oben noch stehen. Ja, die Phönixfeder wieder, die wir vorhin verbraten haben. Können wir nicht runter, okay. Ah, eine Kiste, wollte ich schon sagen. Hier ist doch bestimmt noch irgendwas Besonderes. Zwei Allheilmittel, alles klar. Nicht unbedingt wertvollste, aber gut, man nimmt, was man kriegen kann. Ah, hier haben wir mal eine Kiste. Einen Kettenarmreif. Auch da gucke ich mal eben, was wir da Schönes haben. Kettenarmreif. Ein Armreif, der entwickelt wurde, um die Verbindung zwischen Materie zu verbessern. 50 und 50, alles klar. Was haben wir mit Cloud? 39, 39 und nur 3 Materia-Slots. Ganz ehrlich, ich sehe mich da, Freunde. Und zwar sowas von. Das heißt, wir können nämlich jetzt noch eine wunderschöne weitere Materia einsetzen. Analyse, Gebet, Zeit. Gift hat Tiefer schon drin, Toxin, Barriere, Versiegelung. Ist halt die Frage, ob ich Barriere nicht vielleicht doch besser bei Cloud mal reinpacke. Ich glaube, das mache ich mal.
Jawohl. So, das heißt, wir müssen Barrett jetzt natürlich... Nein. So. Oh. Hä? Zwei Materia-Slots sind frei? Wie geht das denn? Sehr komisch. Okay, also, er braucht auf jeden Fall was Neues. Versiegelung, Schlaf, Stumm, Tobschutz. Tobsuchtschutz? Hm. Widerstand hat er schon. EP-Boost hat er schon drin. Magie-Boost. Naja, er hat im Prinzip die. Materia kombinierbar auch mit Auto-Vita. Ich will mal kurz gucken, wenn ich jetzt das hier reinpacke und sage, wir machen jetzt die an den anderen Magie-Boost. Naja, es kombiniert sich nicht, alles klar, dann ist es egal. Ich würde den Gil-Boost hier reinpacken. ATB-Schock. Warum machen wir den? Das mal hier hinten rein und... Was nehmen wir denn hier? Mit Vision anwendbar. Vision ist halt jetzt nicht so dolle. Das wäre halt was man machen kann, wenn man wirklich einen langen Kampf vor sich hat. Dann würde die meiner Ansicht nach Sinn machen. Aber überhaupt in Limits auszulösen in einem Kampf ist ja schon selten. Feindestechnik erlernbar. Magische Verkettung, Widerstand, Elementaraffinität, Zeit. Ja, komm, ich gebe noch den Gil-Boost rein. Was soll's. Alright. Gucken wir mal, wo der Hojo hingelaufen ist. Na, nicht schubsen. Kisten. Er hat sehr viele Schreibtische dafür, dass er hier scheinbar ganz alleine arbeitet. Das ist kein Krankenhaus, oder? Versuchsobjekte werden nicht verarztet. Hier wurde modifiziert. Oder seziert. Heilige Scheiße. Vielleicht wurden die auch einfach nur Wurzelbehandlungen durchgeführt, wer weiß. Der Raum ist relativ groß. Oh Gott, was kommt jetzt? Hätte ich das vielleicht nicht erwähnen sollen mit dem großen Raum? Warum muss ich jetzt gerade an The Evil Within denken? Ach, der ist schon wieder. Der Kochtopf wieder. Wollt wohl nicht Spielzeug genannt werden. Ich denke mal, das wird der Bossgegner sein. Neurokapsel. So, erstmal machen wir den hier. Eine künstliche Lebensform aus der Abteilung für chemische Forschung. Die Kapsel ist mit der Kopie eines menschlichen Gehirns bestückt. Sie bewegt sich schwebend fort und versprüht giftige Substanzen, die sie in ihren Hüllen in Unmengen produziert. Blitz ist wirksam, theoretisch. Die hält jetzt nicht so wahnsinnig viel aus, aber... Immer mit Vorsicht genießen, natürlich. Wurden geblendet. Was? Was? Ich gehe gerade kaputt. Was? Ich glaube, ich brauche dringend mal ein Gebet. Ich weiche nicht.
Los. Was ist ja nicht los? So, nochmal eben das Gebet. Sicher ist sicher. Oh, Kapsel L besiegt. Wow. So, ich mach mal eben den hier. So, ich könnte das Limit einsetzen, mache ich aber gleich. Was? Stopp! Ist aber nicht nett. So. Na dann. Ach so. Oh. Ich dachte, sie. Das wären jetzt nur Ads und die würden sich wieder zur Hauptneurokapsel zusammensetzen. Oh, habe ich mein Limit gar nicht eingesetzt. Was soll's. War mehr so ein Mittelboss. Ah, Ausgang. Langsam wird das alt. Von einem Fahrstuhl ist nichts zu sehen. Lasst uns den anderen Bescheid sagen. Ja, das können wir gerne tun. Erstmal müssen wir aber wieder so ein Ding finden, um den anderen Bescheid sagen zu können, selbst wenn wir wollen würden. Nächste Rutsche dürfen wir wahrscheinlich wieder mit Tifa und Eris machen, wobei die beiden ein ganz gutes Team sind, also geht Morgi. Sektion 4, was? Um die Tür zu öffnen, müssen wir zurück zum zentralen Kontrollterminal. Zurück können wir nicht. Was jetzt? Wir müssen eine Verbindung schaffen. Okay, also doch die beiden wieder. Ja, guck mal, hier können wir uns mal kurz ausruhen und einkaufen. Ist aber schön, dass es auf jeder Etage immer exakt diesen Raum gibt. So, die reduzierten Sachen einmal kaufen. So. Puh. Hätte ich doch die Giftresistenz am besten reingemacht bei Cloud. Mehr Kisten. Ein Supertrank. Kampf macht. Oh. Ah. Warte mal, ist das nicht? Der Bereich, wo wir die Sachen nicht umschalten konnten? Lasst uns die Mädels fragen, ob sie zum Kontrollterminal kommen. Ja, die stehen doch da, glaube ich, oder nicht? Oh. Hey, alles okay? Müssen wir mal eben wieder den Müll rausbringen? Das sollte reichen. Es ist aus. Verdammt. Red. Jetzt müssen wir schnell machen. Oh oh. Die kriegen auch von nichts mit, ne? Red retten. Red ist heute in ein tiefes Stockwerk gefallen und muss dort alleine gegen eine Horde von Gegnern kämpfen. Eile ihm zu Hilfe, wo seine TP-Anzeige erschöpft ist. Sprich mit Tifa. Ja, guter Plan. Guter Plan. Tifa, hörst du mich? Was geht? Red ist nach unten gestürzt. Kommt ihr vielleicht zu ihm durch? Schnell zu ihm. Let's go. Das sieht... Lass ich nicht zu. Ernsthaft, das war so klar. Zack.
ein bisschen weit weg. Verschwind nur immer so schnell, das ist ätzend. So, einmal kurz das Chakra einsetzen. Am besten nochmal. So, jetzt fertig machen. Einmal das. Und wir hauen mal den hier raus. Okay, das mit Rett, das, der braucht ein bisschen, bis er down ist. Ist ein erfahrener Kämpfer. Zack. Und gar nicht wieder eine Special-Fähigkeit einzusetzen. Rett, wir kommen! Bitte den Weg. Entschuldigen Sie, könnten Sie vielleicht zur Seite gehen? Kein Risiko eingehen. So, und das Ganze nochmal. Könnten die vielleicht einfach mal still stehen bleiben? So. So, er ist weg. So. Sehr gut, weiter so. Die beiden auch weg. Rett, wir kommen. Sind wir jetzt schon da? Da werden wir. Oh ja. Los, räumen wir auf. Ernsthaft, du schaffst es nicht gegen drei Namenlose? Lächerlich, Rett. Lächerlich. Der dritte. Ach, guck mal, da kommen wir noch mehr. So. Schluss mit dem Unfug. Wow. Alles okay? Dankeschön. Gut gemacht. Wie weit seid ihr gekommen? Wir haben den Zugang zu Sektion 4 gefunden. Allerdings kann man ihn nur vom Kontrollterminal öffnen. Und von oben aus kommt man nicht hin. Vielleicht haben wir hier ja mehr Glück. Ja, versuchen wir's. Mit Sicherheit haben wir hier mehr Glück, denn anders kommen wir sonst nicht weiter, nicht wahr? So, erstmal gucken wir, was wir hier noch Schönes haben. Sektion 3. Waren wir dann noch aber schon? Warte mal. Waren wir hier generell schon mal? Das war letzte Aufnahmesession, deswegen bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Hier. Ja, hier ist die Kiste, die wir geöffnet haben. Ich wollte schon sagen, wir waren hier schon mal. Und hier kamen wir nicht weiter, weil wir Red damals nicht hatten. Genau, so war es gewesen. Schon unterwegs. Ah. Reich. Seht mal, sehr. Ein Fahrstuhl. So.
funktioniert nicht. Wir haben unsere Rolle anscheinend noch nicht völlig erfüllt. Ich kann diesen Hojo echt nicht ausstehen. Es ist nur noch Sektion 4 übrig. Die anderen schaffen das schon. Ja, okay. Das heißt erst Sektion 4. Was ist das hier? Wahrscheinlich kommen wir hier direkt rüber. Ja, das ist... Huch! Noch so ein paar kleine Fliegen. So. Ach, da ist noch eine. Und noch eine. Vier Stück. Was sind das denn? Das war ein gutes Training. Mehr kann es auch nicht sein. Training halt. Alles klar. So, hier. Die waren fertig. Und hier ist... Haben wir von hier? Nee, das ist... Ja. Doch, wir kamen von hier und... Ah, wahrscheinlich, weil wir die neue ausgefahren haben, wird die dann abgestellt. Also, Sektion 4, ja. Transfusion initiiert. Transfusion initiiert. Stichprobentest im festgelegten Bereich beginnt. Ah, habe ich das vermisst. Diese Stimme. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Sicher nicht. Lass uns Cloud Bescheid sagen. Oh. Vor allem hören die das eigentlich da oben nicht, dass die was aktiviert haben? Oder sehen das vielmehr? Eva? Ja, wir haben einen Fahrstuhl gefunden. Verstanden. Sehr gut. Aber er ist momentan außer Betrieb. Vermutlich hat Hojo ihn abgestellt. Sieht so aus, als müssten wir seinen Plänen folgen und Sektion 4 aufsuchen. Die Tür müsste offen sein. Dafür haben wir gesorgt. Verstanden. Wartet, wo ihr seid. So, Gruppe wechseln, natürlich. Wieder rüber zu Cloud und Barrett, jetzt ohne Red. Lass uns mal zurück zu der Tür gehen. Okay, kriegt man noch so einen kleinen Hinweis vom Spiel, dass wir wieder dorthin sollen. Din, 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 din. Wo kommt ihr denn jetzt her? So, muss ich eigentlich noch... Konterstellung. Oh. Oh, wie er runterfällt. Oh, wie cool. Ich glaube, Konterstellung muss ich aktuell lernen. Ich bin ja so ein bisschen raus, aber ich glaube ja, dadurch, dass wir ja natürlich zuletzt... am Ende der letzten Folge quasi nochmal gespeckt haben, gemeinsam. Ich meine, ja, Pause gucken, ob da noch irgendwo was anderes nötig ist. Aber okay. Ja, liebe Freunde, dann würde ich sagen, Sektion 4 gibt es dann beim nächsten Mal. Und für diese Folge winke ich mal in die nicht eingeschaltete Kamera und sage Adios, Amigos, danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut.